Hallo, heute wollte ich euch kurz das Buch Einführung in islamische Feminismen von Lana Siri vorstellen. Ich habe dieses Buch letzten Monat beim Queer-Verlegen in Berlin gekauft. Das Buch ist dieses Jahr im Worte und Mehr Verlag erschienen. Das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Der erste heißt Islamische Feminismen, verschiedene Positionen und Herangehensweisen. Der zweite ist feministische Interpretationen des Koran und der dritte, das Leben als Muslimin in Deutschland. In dem ersten Teil hat die Autorin ein Modell entwickelt, nachdem sie drei verschiedene Herangehensweisen und Positionen von Feministinnen herausarbeitet. Die erste Position nennt sie glaubensbasierte Position. Feministinnen in dieser Kategorie beschäftigen sich mit dem Koran. Die zweite Position von Feministinnen engagiert sich gegen patriarchale Strukturen in muslimischen Gesellschaften und gleichzeitig gegen paternalistische Haltungen vom Westen aus. Und die dritte Art von Feministinnen beschäftigt sich mit diesen Dichotomien, also diesen klaren Gegensätzen von religiös und säkulär oder zum Beispiel Moderne und Tradition und versucht auch diese konstruierten Gegensätze aufzulösen. Im zweiten Teil Feministische Interpretationen des Koran geht sie auf spezifische Themen ein, zum Beispiel die männlich dominierte Wissensproduktion oder Geschlechtergerechtigkeit im Koran oder zum Beispiel weibliche Homosexualität. Und der dritte Teil enthält hauptsächlich Interviews, zum Beispiel mit Queer Muslimas oder auch anderen interessanten Aktivistinnen. Ich fand das Buch sehr verständlich geschrieben. Besonders zugänglich fand ich den zweiten Teil mit den Interviews, aber auch der erste und der zweite Teil erklären zum Beispiel Fachbegriffe oder haben zum Beispiel auch einfach recht kurze Sätze. Der erste Teil mit den verschiedenen feministischen Positionen hat mich etwas überrascht, besonders der Teil zu Textanalysemethoden. Ich glaube einfach, weil ich, seit ich klein bin, es kenne, dass sich Feministinnen mit religiösen Texten auseinandersetzen. In meinem Fall der Bibel. Also ich kenne es, dass feministische Personen sich die Bibel angucken, gucken, wo da Frauenfiguren rausgeschrieben worden sind, welche gesellschaftliche Struktur generell einfach vorhanden war, als die Bibel entstanden ist und auch genau in die Texte gehen und gucken, welche Wörter wie übersetzt sind und wie dadurch Bedeutungsverschiebungen entstanden sind. Dass das jetzt auch beim Koran gemacht wird, hat mich persönlich nicht so sonderlich überrascht. Und erst beim drüber nachdenken ist mir aufgefallen, dass ja nicht jede Person Kontakt zu Feministinnen hat, die sich mit religiösen Texten auseinandersetzen. Und dass deswegen bestimmte Sachen vielleicht mehr erklärt werden müssen, als ich das zuerst gedacht hätte. Im ersten und zweiten Teil habe ich so einen kleinen Einblick in den Aufbau des Korans bekommen und so die Entstehungsgeschichte, wenn man so sagen will. Denn ich hatte das so ansatzweise mal in der Schule, aber das schon sehr lange her, dass ich sehr viel vergessen habe. Und ich glaube auch, dass das damals keine besonders feministische, kritische Perspektive war. Mein Highlight in diesem Buch waren auf jeden Fall die Interviews. Ich finde es einfach immer interessant, wenn Leute von ihrem Leben und ihrem Wissen berichten. In Bezug auf eine Sache ist dieses Buch sehr einseitig. Es spricht immer nur von Frauen und Männern. Der Verlag hat auch einen Disclaimer vor den Anfang gestellt, den ich euch einmal kurz vorlesen möchte. Für das vorliegende Buch wurde Zweigeschlechtlichkeit als Ausgangspunkt der Reflexionen genommen. Und es wurde aufgrund der gewählten Fokussierung in Analyse und Darstellung auf eine grundlegende Dekonstruktion von Zweigeschlechtlichkeit verzichtet. Was bedeutet, Non-Binary ist hier kein Thema und es gibt auch keine Non-Binary-Perspektiven in diesem Buch, zumindest nicht erkennbar. Ich weiß nicht, wie überzeugt trans-exklusiv die Autoren dieses Buches oder die zitierten Feministinnen in diesem Buch sind. Ich habe eine Stelle gefunden, die mir sehr ungut aufgestoßen ist, und zwar wird da von der weiblichen Fähigkeit zu gebären gesprochen, was mich als Transperson halt etwas enttäuscht. Non-Binary-Perspektiven hätten das Ganze für mich sehr viel erweitert. Nichtsdestotrotz habe ich von diesem Buch viel gelernt und ich persönlich kann auch mich darauf einlassen, dass Zweigeschlechtlichkeit
weil es eine gesellschaftliche Norm ist, als Basis für einen Text genommen wird. Ich kann da dann drüber hinwegschauen, auch wenn mir sehr viel fehlt. Und deswegen, wenn man das kann und will, dann kann ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. So kurz, so gut, das war's.